Moin Moin Leute der gepflegten Strategieunterhaltung und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Let's Play Europa Universalis 4 mit Moskau. Ja, ich würde mal sagen, wir starten rein und ja, im letzten Part haben wir ja auf jeden Fall Neva eingenommen und noch, wie heißt die liebe Provinz? Nava. Und wir haben unser Land weiterhin natürlich stabilisiert und ausgebaut. Ja, klar, so gehört sich das ja auch. Was machen wir jetzt, ist allerdings die Frage. Ich würde sagen, wir werden nochmal ein wenig... haben wir überhaupt so ein Gebäude noch? Nein, haben wir nicht. Ich spreche gerade von so Militärgebäuden, die Infanterie stärken jetzt außer halt diese Festung. Ich werde diese aber allerdings, weil ich sehe, dass es auch zum Beispiel mehr Missionarstärke bringt, hier an diesen Grenzen bauen. Nach außen hin. Haben wir schon mal hier so einen kleinen Westwall gebaut. Genau, wir haben noch ein paar Rebellen hier in Kasan. Ich würde sagen aber auch, dass jetzt halt ein ziemlich guter Moment ist, Kasan anzugreifen. Der Osman ist noch mit ihm verbündet, aber uns bleibt nichts anderes übrig. Wir können jetzt hier nicht einfach, ja, doof rumsitzen, auf gut Deutsch gesagt, und nichts machen. Dänemark, Schweden, bla bla bla, also halt die skandinavischen Staaten wären ja schon mal auf unserer Seite. Unsere Missionare sind in einmal... Oh, hier ist aber einiges los. Die sind einmal in Kasan. Was machen die da noch? Ich glaube, Rebellen finanzieren, genau, oder beziehungsweise unterstützen. Dann einmal in Krim, ich glaube auch Rebellen unterstützen, genau. Und wo noch? Moskau für den Alpmark. Ach, in Altmark verbessern wir die Beziehung irgendwie gerade. Oder wär's wo? Ich guck da gerade nochmal. Für den Kasan das. Ja, genau. Ja, das. Also, Moskau für den Altmark seinen Auftrag Beziehung verbessern bis. Jetzt, wir haben Auftrag zum. Ja, irgendwo ist hier doch einer. Beziehung verbessern. Ach, hier, in Sachsen. Wobei, das bringt uns aber nicht wirklich viel mehr. Dann holen wir uns mal lieber so einen Diplomaten ran, weil der ist halt mit einer Personalunion mit Österreich. Besetzt auch ziemlich durch Polen. Brandenburg ist auch auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Stück gewachsen. Ja, wie sieht es bei ihm in der Technologie aus? Er ist Stufe 8, wir sind Stufe... Ah ne, da war das. Hier. 10. Oder wir können auch einfach hier gucken. Oder wo war das nochmal? Hier. Genau, hier. 10, 11, 7. Sind wir auf jeden Fall schon mal höher, das ist gut. Dauert aber noch ein bisschen, kriegen wir Lundenschlossmusketen. Danach kriegen wir auch wirklich erst die richtige, oder bald erst auch die richtige Infanterie. Der Osman ist, oh, schon Stufe 13. Das ist ein ordentlicher Vorsprung. Wir hängen sowieso in der Militärtechnologie sehr weit zurück. Müssen wir eventuell mal ein bisschen wieder aufholen. Da will ich jetzt eigentlich noch nichts rein, obwohl... Zwei weitere Ideen, dann haben wir das... vielleicht kriegen wir hier noch irgendwo... guten Berater nach. Moral der Armee, der 2,2. Wunderlich, das könnte man sogar mal in Kriegszeiten reinhauen. Kostet auch noch 31, so wie haben wir noch nicht an Geld. Also die Rebellen machen da auf jeden Fall auch Unruhe und ich greife jetzt auch Kasan an. Ich muss es mich einfach trauen. Ja, Schweden wird mir helfen, die anderen nicht. Ja, so machen wir es. Welche Provinz werde ich auf jeden Fall fordern? Perm werde ich fordern, weil es schon ein Kriegsgrund ist. Und Ustjuk auch, damit wir eine richtige Verbindung haben. Und so. Das ist jetzt auch eigentlich so eine ziemlich große Entscheidung, wie das jetzt hier verlaufen wird in diesem Krieg. Weil sonst macht das ja alles bald nicht mehr so den Sinn, sag ich mal. Ich gehe schon mit meinen Einheiten hier hin. Fange schon mal an zu besetzen. Direkt mal nach Kasan werde ich gehen. Kasan natürlich ganz klar, weil es ja halt deren Hauptstadt auch ist. Und weil ich lasse mal die Rebellen das besetzen hier. Weil warum sollte ich das in den Rebellen jetzt schon einnehmen, wenn ich auch erstmal andere Provinzen einnehmen kann? Auf seiner Seite ist natürlich der Osmane, Kasan, Krim, Timuridenreich und Tunesien. Unsere Seite Pfalz und Schweden. Timuriden sind eigentlich so gut wie raus. Krim, okay, die sind ziemlich dicht dran. Kasan logischerweise auch. Tunesien ist auch genug weit weg. Und ja, Osmanisches Reich ist halt
ist halt hier vorne auch ziemlich stark vertreten. Die haben auch sehr mehr als doppelt so viele Männer wie wir. Aber man darf auch nicht vergessen, dass sie nicht alle in diesen Krieg mit reinholen. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall versuchen, jetzt irgendwie das bisschen loszuwerden, den aus Mal, weil das ist unser einziges Dorn im Auge sozusagen. So, machen wir mal die beiden hier. Marktplatz. Nee, da machen wir erstmal jetzt nichts. In Kriegszeiten kommt das nicht so gut. So, machen wir mal Ivan Kaschin rein. Der kann uns da ein bisschen mehr Moral geben in der Armee. Hier sind noch russische Patrioten, das ist auch gut. Schweden ist hier. Schweden kämpft noch gegen irgendwen anders, glaube ich. Frankreich, Neapel und Ferrara. Na, okay, das ist natürlich doof. Da kommt schon Krim. Auch ein Tag von 8 haben die. So. Wir können eigentlich bald auch mal zur Feudalmonarchie wechseln. Ist natürlich auch noch ein Tick mehr. Oh, wir haben jetzt gar nicht. Oh, oh. Wir haben jetzt gar nicht so die volle Reserve auch. Von den Einheiten her. Oh Gott, ja, da haben wir jetzt schon den ersten Schlag gegen den Osman verloren. Ja, wie gesagt, da kann man echt nichts machen. Und jetzt hier durchgehen, irgendwo rumwarten, bis der irgendein Bündnis mal bricht von denen oder so, habe ich auch wirklich null Bock drauf. Das dauert mir viel zu lange. So, ja, die Armee ist auch schon... Der Krieg ist verloren, kann man schon so sagen, ja. Das lag halt einfach daran, weil ich habe ja eine lange Zeit Pause gehabt hier mit Russland. Und da war ich am Anfang, wo ich das gestartet habe, halt noch nicht so erfahren wie jetzt. Und ich werde halt viele Sachen anders machen. Und ich denke auch, dass wir dann jetzt in einer vollkommen anderen Situation wären. Ja, wir können halt nichts mehr dran ändern. Was fordern die? Moskau sieht eine Niederlage ein, ja, von mir aus. Ja, Ich würde sagen, wir beenden das Let's Play hier, weil es macht einfach wirklich null Sinn, weiterzumachen. Weil, ja, was sollen wir machen? Hier gegen Litauen, da kommen wir auch nicht wirklich voran, oder gegen Polen, weil die haben auch massig Einheiten, haben höheren Tag, sind zudem mit Frankreich etc. verbündet. Die Livonischen Orden macht auch keinen Spaß, den nur durch den anzugreifen, vor allem, weil da ja auch Elmann weg ist. Und nach Osten können wir auch nicht, weil die alle da in so ein Bündnis zusammen sind, relativ. Vor allem alle mit den Osmanen zusammen unter einer Decke hängen, sozusagen. Und im Norden können wir auch nichts machen. Deswegen, ja, erkläre ich das LP hiermit für beendet. Ich werde allerdings jetzt mein LP, was ich ja noch nebenbei laufen hatte, was ich jetzt in letzter Zeit nicht so viel gemacht hatte, mit Frankreich weiterspielen. Das werdet ihr dann, ja, das werde ich gleich direkt hier nach, ja, hochladen. Das heißt, ihr werdet das dann auch schon am gleichen Tag wieder sehen können, neuen Part von Frankreich. Und ja, Crusader Kings 2 ist ja auch noch. Damit hoffe ich, ihr hattet auch Freude ein bisschen zumindest an diesem Let's Play. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, dass ich das jetzt hier auch mit beende. Ich sag mal so, also da gibt es noch genug andere Sachen, die man auch Let's Playen kann. Aber ich möchte dann auch erstmal Frankreich fertig bekommen, damit ich das auch hinter mir habe. Und ja, ich hoffe, ihr lasst für dieses Let's Play einen Daumen, gerne auch einen Kommi da. Könnt ihr sonst auch nochmal sagen, was man vielleicht hätte anders machen sollen, auch für Leute, die jetzt vielleicht das Video gucken, die jetzt nicht so genau wissen oder noch nicht so eine Ahnung vom Spiel haben, um denen vielleicht Tipps zu geben. Und natürlich gerne könnt ihr dann ein Abo da lassen, wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen in der letzten Zeit auch hier bei diesem Let's Play und auch bei den anderen. Und ja, und damit sage ich ciao, bis nächstes Mal, und wir sehen uns wahrscheinlich dann in irgendeinem anderen Video mit Frankreich oder sonst wo. Und damit sage ich ciao.